Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau Square Band Challenge. Im letzten Part haben wir es endlich wieder geschafft, unseren schönen Alltag hier als Retterteam genießen zu können. Wir sind ja vor kurzem erst aus der Flucht wieder zurückgekehrt und sind jetzt hier dabei, nachdem wir ja auch unseren Sammelbox wieder aktualisiert haben, ein paar Rettungsjobs zu machen. Für diejenigen, denen es jetzt auffällt, wir sind plötzlich eine Ebene weiter. Ich habe eben schon probiert aufzunehmen und habe dann leider die Aufnahme verwerfen müssen. Deswegen bin ich jetzt eine Ebene weitergegangen, aber es war jetzt nicht allzu viel. Ich bin eigentlich nur einen Schritt da unten gegangen und bin direkt hier gelandet. Genau hier auf der Treppe. Und deswegen machen wir jetzt hier erstmal weiter. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht allzu viel verpasst. War mein Fehler, aber es sollte jetzt erstmal so weit gehen. So, wir haben ja noch kein neues Pokémon, was sich uns anschließen wollte. Da gucke ich mal direkt nach, was uns überhaupt anschließen könnte. Nun, Dudu, okay. Das brauche ich jetzt nicht so dringend. Aber man weiß ja nie. Na toll. Das ist natürlich wieder ein super Einstieg. Können wir natürlich direkt erstmal treffen. Das wäre sehr, sehr praktisch. Will ich direkt weitergehen? Ich glaube schon. E7 geht jetzt richtig los und dann kommen ja noch die ganzen Arcanis. Genau, richtig. Da war ja was. Die Arcanis, die gerne gerettet werden möchten. Die armen kleinen Dinger. Oh, Toplix hier. Das sehe ich sehr, sehr gerne. Was will dafür weg? Bam, 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 bam. Amarena-Bäre kann weg. Die brauche ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ein Kramos Verfolgungsgrade. Kann das sein, weil es gerade da aufgetreten ist? Auf das Ding. Absorber. Das mag ich jetzt aber nicht so gerne. Stirb! An der Donnerwelle! Oh, funktioniert tatsächlich. Wow. Mensch, Rupert, das ist heute irgendwie nicht so ganz dein Tag. Kann das sein? So ein bisschen, ne? Ja, gut. Aber es reicht zu deinem Level ab. Das finde ich gut. Du kannst auch mal ein bisschen wieder aufsteigen. 2 und 2. Ja, wunderbar. Ach, da kommt Kramox. Bam, bam, babadam. Bist du effektiv getroffen? Da. Und das war's für dich. Die ganzen Kramox sammeln auch wieder schön viele Items ein. Und wir dürfen auch wieder genug haben an Poke für... Oh, das sind ja richtig viele hier. Für ein neues Partnerareal. Bam, 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 bam. Ich bin jetzt nicht geflincht, ne? Gott sei Dank. Und das reicht für dich. Sehr gut. Babadam, bam, bam. Ich gehe mal ganz kurz nach oben, weil dann kann Flupper gleich hinterherkommen. So, mein Freund. Dich kann ich ja immer noch von hier aus angreifen. Da, ba, bam, bam, bam. Donnerwelle, ich dich tot. Bam, bam. Am Ende kann euch ruhig da liegen bleiben, ist kein Problem. Und E7 war das, ne? Ich darf jetzt hier keine Mission irgendwie auslassen. Das wäre ziemlich blöd. So, du gibst mir sofort mein Geld wieder. Da bestehe ich jetzt drauf. Immerhin treffe ich mit meinen Donnerschocks wieder. Das finde ich sehr gut. Und Kapilz. Das kann ich nicht mitnehmen, ne? Obwohl ich eigentlich das Partnerareal dazu habe. Aber zu weit entwickelte Pokémon gehen, glaube ich, nicht. Ah, ne. Aber Kramux kann ich jetzt... Kann ich immerhin mir... Stimmt, die Kramux, die... Sind nicht im Finsterkamm? Ich glaube schon. Ich glaube, die sind wohnhaft im Finsterkamm, wenn ich mich nicht irre. Das wäre noch eine Idee. Dolu gibt es ja anscheinend nicht mehr auf der Ebene. Was soll's. Da, 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 ba, bam. Okay. Na, ich will hoffen, dass ich in Zukunft dann keine Probleme mehr mit der das finde ich nicht so schön. Mit der Anmoderation von irgendwelchen Parts habe. Weil das kann gerne mal passieren. Und ich kann das nicht nochmal rückgängig machen. Ansonsten, wenn ich jetzt nochmal ausgemacht hätte mit dem DS, dann wäre ich aus der Riesenstadt rausgeflogen und ja. Ich wäre quasi gestorben. Ich treffe mit gar nichts mehr. Das Ding ist paralysiert und plötzlich treffe ich nicht. So, Verfolgung gilt leider derzeit. Nicht so schön. Wieder paralysiert. So, ich möchte gerne, dass langsam mal die Verfolgung weggeht. Du gehst doch dran vorbei, ne? Ja, tatsächlich, sehr gut. Aber so kann ich leider nicht dafür sorgen. Obwohl, die nächste Attacke müsste eigentlich reichen, ne? Ich werfe nochmal Gerockbrock. Ah, das reicht tatsächlich schon, okay. Weil so kann ich dich natürlich nicht ins Team aufnehmen. Ich möchte aber auch ungern Schaden nehmen von der Verfolgung. Sehr unpraktisch. Bam, bam. Wisst ihr, was die Frage wäre, esse ich jetzt? Das mache ich jetzt mit allen anderen Bären, die ich auch finde, die ich nicht brauchen kann. Immerhin geben die mir 5 Magenvolumen. Für Hühner. Das werde ich nicht brauchen. Bam, bam, bam. Kommt noch endlich her. Und stirbt. Bam. Ah, ich meine, sehr effektive Attacke. Dankeschön. Hat sich mein Donnerwelle ja auch richtig gelohnt, ne? Na gut, aber ich beschwere mich nicht. Dam, dam. So, endlich mal die erste Mission, die wir jetzt mal angehen können. Wurde ja Zeit. So, und dann liegt ein Scaraborn. Kann ich das auch schon mitnehmen? Theoretisch ja, ne? Ja, das gehört dazu. Sehr, sehr nice. Oh, ich glaube, ich habe jetzt Adrenalin aktiviert. Kann das sein? Da muss ich jetzt aufpassen. So, schließe ich uns an. Okay, tut's leider nicht. Ich mag Scaraborn echt sehr, sehr gerne. Plusivsamen, ich dachte schon. Nee, Ausdauer ist ganz, ganz uncool, mein Freund. Hier, ein Plusivsamen. Bam. Damage. Dam. Die brauche ich auch nicht, stimmt ja. So, bevor ich jetzt durch die Treppe gehe, muss ich noch jemanden suchen. Und Geld, sehr schön. Boah, ist das so viel Geld, Jungs und Mädels. Wahnsinn. Das gefällt mir sehr gut. Dam, dam.
Ich brauche wieder so viele AP, ne? Es ist Wahnsinn. So, kämpf du auch mal. Noch du kann ich eh nicht irgendwie mitnehmen. Oder kann ich das nicht? Kann ich nicht, okay. Dann macht ihr mal den Hauptteil hier. So viel halten die auch gar nicht mehr aus, ne? Bin ich ja was anderes gewöhnt. Oh, das war ein Apfel gerade, was ich gelesen habe. Da ist ein Kramox. Moment, das nehme ich gern mit. Ein Pokémon möchte ich echt gern, dass es sich hier uns auch anschließt. Das wäre ziemlich cool, weil hier gibt es coole Pokémon. Komm in mein Team, nein! Warum muss ich daneben gehen? Jetzt komm in mein Team. Okay, nee, der Linkbox. Die ganzen Kramox sind alle Items aufheben. Es ist immer dasselbe. Mensch, Mensch. Es ist mir egal. Das ist noch ein Noctu. Du hast wahrscheinlich den Apfel aufgehoben. Den hätte ich nämlich sehr gerne. Gib mir den Apfel jetzt. Und jawohl. Den werde ich jetzt nämlich sofort verspeisen. Weil einen muss ich mindestens essen, definitiv. Das würde nicht mal anders gehen. Dann, oh, hier unten in der Ecke bist du also. Das ist schön zu wissen. So, dich will ich jetzt retten. Sehr schön. So, und dann kommen die ganzen Arcanis. Ich bin gespannt. So, A-Hämmern, A-Hämmern. Und jetzt einmal kurz nach unten. Und jetzt einmal nach oben. Und weiter geht's. Oh, jetzt kommen die ganzen Flugvögel. Genau, so heißen die auch offiziell. Flugvögel. Macht ja auch Sinn irgendwie. So. Bam. Bam, bam. So, ich möchte jetzt erstmal mich um Kramox kümmern, damit das sich eventuell einschließt. Was es nicht tut. Hier, Rest machst du dann bitte. So, du hast ja schönes Kraftband. Das macht ja auch dementsprechend viel Damage. So. Komm in mein Team, Kramox. Ich will dich. Hier und jetzt. Der Ball, bam, bam. Das ist nicht so cool. Aber Verfolgung ist eigentlich ein super Move. Also den hätte ich echt sehr gerne im Team. Huh. Gut, der Rückschuss scheint sehr viel Damage gemacht. Ich habe vergessen, dass Absol natürlich auch um die Entfernung auch angreifen kann. Ich bin ja schlaui klugi und so. Oh. Die haben schon auf uns gewartet. Moment. Wen wird's erwischen? Noctuska, okay. Bom, bom, bom. Und direkt besiegt, sehr schön. So, dann würde ich es mal sagen. Ich stelle mir mal einen Schritt, damit ich Noctu erwischen kann. Babadam, bom, bom. Sehr schön. Ach, die haben sich ja schön aufgeteilt. Das ist ja klasse. Einmal Dönerwellen und nicht treffen. Sehr gut. Einmal Glut und dann war es das schon mit Skaraborn. Schade. Ich hätte es ja gerne mitgenommen. Wisst ihr was, Jungs? Macht ihr das doch mal. Dann kann ich mir ein bisschen AP sparen. Ich kämpfe auch eher am meisten. Noctu hält echt nichts aus. Ne? Es sind gerade mal 40 KP, die es überleben könnte. Knapp. Das ist ja echt gar nichts. Na gut, du machst Ruzuki. Sehr schön. Und ich kann mit meinem Ruzuki dich dann hoffentlich besiegen. Und nein, natürlich treffe ich nicht. Ah, Mann. Warum denn? Ich will Skaraborn mitnehmen. So, du hast wahrscheinlich einen Goldgummi, ne? Aha. So, Absol, jetzt kannst du auch angreifen. Nee, jetzt greift er nicht an, ne? Wahrscheinlich hat er keine Ruzuki mehr, kann das sein? Doch, hat er noch. Gibt's neue Pokémon hier zufällig? Es gibt keinen Kramux mehr, okay. Aber dafür noch Skaraborn. Singebeere! Meine! Nehme ich sofort mit. Bam, bam. Freigebeere kann weg. Esse ich sofort, bevor wir die hier liegen lassen. So, Missionsziele. Geht's nächste Ebene weiter, okay? Das gibt auch sehr, sehr schön viele Retterpunkte. Da bin ich auch sehr froh drüber. Kann man immer gebrauchen. Und ist noch ein Item. Und ein Skaraborn ist da auch noch. Da, bam. Dönerwelle. Yay! Treff schon wieder nicht. Was bist du? So, jetzt werde ich dich jetzt aber besiegen können. Oh, das war aber recht wenig Schaden gerade. So, jetzt aber. Oh, nö. Komm doch in mein Team, Skaraborn. Ist gemein. So, drei Linkboxen. Nee, ich brauche nicht. Ich brauche nicht drei Stück. Niemals! Die Musik. Ich könnte ewig hier bleiben. Und da ist das arme Arcani, was die Treppe nicht gefunden hat, anscheinend. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Was nehme ich raus? Ich glaube. Nee, die kann. Obwohl Fassade kann weg, oder? Oder? Könnte ich noch einen Pokémon behalten? Ich nehme die Linkbox raus. Was soll's? So, du bist gerettet, sehr schön. Bam, bam, das ist doch echt cool. So, nein, ich habe immer noch eine Arcane, was auf mich wartet. Und das direkt jetzt in der nächsten Ebene, glaube ich, ne? War es das so? E10. So, ja, da ist auch schon direkt. Wunderbar, sind wir auch schon durch. Tauros können. Ach doch, Tauros können wir ins Dings aufnehmen, ne? Ja, stimmt. Das haben wir noch nicht. Nutze ich mal die Chance. Und treff tatsächlich. Das machst du, das ist so wunderbar. Bam, nein, ich treffe schon wieder nicht. Mann. Das ist nervig. Und wie viele Top-Elixiere gibt es hier? Wisst ihr was, dann drehe ich jetzt eins. Weil ich sonst eh nichts mitnehmen kann. Gott, ist das bescheuert. Wieso trifft denn immer ich eh nicht? Und dann, ich muss ja die Pokémon besiegen, sonst können sie sich uns eh nicht anschließen. Das kann ich dann vergessen. Dämlich. Nö. Ja. Hallo, Arealos. Jetzt könnt ihr auch mit voller Macht bekämpfen.
Bam. Also wisst ihr, bevor ich das Topic hier liegen lasse, kann ich das lieber trinken. Und den Apfel nehme ich sofort mit. Weil wir haben... Obwohl, es sind 4 Stück, ne? Ach, ist mir egal. Ist mir egal. Oh, ja. Ich nehme den Eisendorn weg, weil ich habe schon Gehrockbrock. Das wird mir reichen. Auch wenn Eisendorn grundsätzlich 5 KP mehr Schaden macht, Gehrockbrock kann ich in besseren Situationen verwenden. Weil in 2 Felder Entfernung kann ich immer noch Pikachus Rückzugtyp einsetzen. Statt Eisendorn. Das ist, macht sogar meistens mehr Schaden. Deswegen brauche ich lieber Gehrockbrock. Ist mir dann doch lieber. Bam, bam, bam. Da, ba, dam, dam, pa, den Schuss. Mir egal. Da, 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 dam. So, jetzt gehe ich mal ganz langsam weiter. Und habe wieder ein normales Tempo. Sehr schön. Wo kommen jetzt Ariados eigentlich her? So ganz plötzlich. Da, dam, da, da, dam, bam, bam. Fast wieder 2500, ne? Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Was soll's. Du bist besiegt. Aber du möchtest uns nicht anschließen. Es gibt auch keine Scaraborn mehr. So schade, Leute. So schade. Hätten gerne eins mitnehmen können. Aber leider hat das nicht mehr gepasst. So, wir müssen jetzt eigentlich schon durch sein, ne? Sieht, glaube ich, ganz danach aus. Ja, wir sind durch. Bam. Sehr schön. Hallo, Visinio. Vielen Dank für meine Rettung. Ist die Belohnung 300 Poke. Pirsif Schal. Oh, cool. Nicht schlecht. 40 Retterpunkte, das ist eine Menge. Pirsif Schal kann ich dann irgendwann einen anderen Pokémon zum Tragen geben, theoretisch. Vielen Dank für meine Rettung. Nicht, als ich die gebraucht hätte, aber ich habe mich nur sehr gern umgeguckt. Heilsam. Auch ganz nett. Und wieder 40 Retterpunkte. Sehr, sehr schön. Ist das schön. Da, da, da. Lila Gummi. Wieder was zum Fressen. Sehr gut. Und Goldgummi. Jetzt gibt es hier richtig schön viele Gummis. Sehr, sehr schön. Habe ich irgendwie schon sehr oft gesagt. Ne? Sehr schön. Ach ja, was soll's. So, vielleicht hören wir jetzt irgendwann mal was von Simsalas Team oder so. Das wäre immer ganz praktisch. Sonst kommen wir auch nicht mehr zur Story weiter. Das wäre es ja noch. Erstmal schön speichern, wunderbar. Im Traum erneut gefangen. Und wir treffen wieder auf Galagor. Ach, süß, wie wir so schlafen. Ich habe wieder diesen Traum. Es ist schon eine Weile her. Hallo, du bist Gardevoir. So, jetzt sehen wir es nicht mehr richtig als Silhouette. Jetzt ist es schon quasi richtig vollständig da. Ja, Gardevoir. Es gibt so viel, dass ich dich fragen muss. Warum erscheinst du meinen Träumen? Als Gesandte der Geister muss ich über dich wachen. Denn dies ist nun meine Aufgabe. Gesandte der Geister? Ja. Der Fluch Volunas traf an mich anstelle meines Trainers. Und so wurde ich zu dieser Präsenz ohne körperliche Form. Eine körperliche Form? Okay, geistige Form kann man auch sagen. Ja, das passt schon. Ein Trainer? Du meinst die Menschen aus der Legende von Voluna? Schrecklich, so grausam von seinem Trainer in Stich gelassen zu werden. Ja, mein Trainer war eine furchtbare Person. Böse und hinterhältig. Es war keine nette Person, in der Tat. Aber ich hasse meinen Trainer nicht. Was? Du hast deinen Trainer nicht? Warum nicht? Nun, das frage ich mich auch. Ich verstehe es selbst nicht ganz. Mein Trainer hat furchtbare Dinge getan, doch irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen, ihn zu hassen. Mein Trainer hatte viele Schwächen, doch er hatte auch gute Seiten. Und als es geschah, war ich verzweifelt. Als es geschah? Du meinst Volunas Fluch? Ja. Ich habe meinen Trainer vor Volunas Fluch geschützt, mit all meiner Kraft. Wenn der Trainer in Gefahr gerät, ist es unsere Pflicht, ihn in unserem Leben zu beschützen. Wir Gardevoir sind ebenso. Ich habe meinen Trainer gerettet. Das allein hat genügt, um mich glücklich zu machen. Das eigene Leben für seinen Trainer riskieren. Bewundernswert, was Gardevoir getan hat. Ich sollte erwähnen, dass mir meine jetzige Form nichts ausmacht. So lebe ich weiter und ich bin stolz auf die Rolle, die mir gegeben wurde. Rolle? Ja. Das hat sie auch so oft gesagt, ne? Wir holen uns irgendwie alle. Alles im Leben spielt eine bestimmte Rolle. Wir alle dienen einem höheren Zweck. So wie ich meine Rolle zu erfüllen habe, so hast auch du dein Schicksal zu erfüllen. Ach, ich habe keine Rolle zu erfüllen, sondern ein Schicksal. Du hast quasi eine Klopapierrolle und ich habe was ganz anderes. Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen. Was soll ich denn noch alles machen? Jetzt muss ich ein Schicksal erfüllen, eine Aufgabe vollbringen und eine Rolle quasi ebenfalls ausfüllen. Was soll ich tun? Und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Was? Was sagst du da? Oh. Ah, ein Erdbeben. Nein, warte. Ich habe noch mehr Fragen. Aber mehr könnten wir jetzt nicht erfahren. Am nächsten Morgen. Mal wieder ein Erdbeben. Diesmal aber ohne Dicta und so weiter. Diesmal haben wir ganz anderes. Es war ein Erdbeben, oder nicht? Ich glaube, ich hatte wieder diesen Traum. Und ich glaube, Gardevoir sprach zu mir. Sie sprach von etwas sehr Wichtigem. Ja, genau. Was sagte sie noch? Ja, Flashback-Time, genau. Ist ja gerade vor 10 Sekunden passiert. Und das ist nicht übertrieben. Du bist hergekommen, eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen und dein Schicksal zu erfüllen und eine Rolle auszuführen. Und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Das sind diese epischen Flashbacks in Mystery Dungeons. Das kann man sich ruhig abschminken eigentlich. Gardevoir weiß es. Sie weiß, warum ich ein Pokémon wurde. Und sie sprach von einer Rolle.
Was meinte sie damit? Sie sprach von einer Aufgabe, die du erfüllen sollst, mein Freund. Du kannst dir nichts merken. Es ist schwer mit dir, echt. Meine Güte. So. Guten Morgen, Capco. Huch, was ist denn? Ist irgendwas mit nicht in Ordnung? Oh, ich verstehe. Das Erdbeben eben. Capco, du machst dir darüber genauso viele Sorgen wie ich. Ich hätte es wissen müssen, Capco. Simsa, das Team ist noch nicht zurückgekehrt. Es heißt, Growlon sei unheimlich stark. Und das bereitet mir etwas Sorgen. Aber auch Simsa, das Team ist stark. Ihnen ist bestimmt nichts passiert. Wir haben uns abgesprochen und Simsa sollte sich mit seinem Team um Growlon kümmern. Uns bleibt nichts anderes übrig, als hier auf ihre Rückkehr zu warten. Wir müssen tun, was in unserer Macht steht. Lass uns als Retterteam unser Bestes geben. Du, wir das auch. So, was gab's hier Schönes? Das ist noch das vom letzten Mal. Genau, richtig. Okay, jetzt sind wir soweit durch. Wer ist das denn? Oh, das kommt jetzt schon. Ah, ich weiß, dass es random ist, aber... Ach, sehr schön, dass ich die beiden jetzt schon treffe. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also, ich bin Isso und das ist wohin genau. Wohin genau? Wir haben eine Notiz am Infobrett von der Pelipa-Post hinterlassen. Wohin genau? Bitte sieh doch mal nach. Bitte, bitte, bitte. Wohin genau? Bitte hilf uns. Wir müssen jetzt gehen. Wohin genau? Sehr, sehr random. Was war das? Was hat das zu bedeuten? Das kleine Pokémon, sagte der kleine Junge nicht... Hieß der Isso? Das war ein Junge? Ich glaube, er will, dass wir uns das Info mit der Pelipa-Post ansehen. Wie kommst du denn darauf? Vielleicht haben Isso und sein Freund ein Problem. Und wir versuchen daher, das Infobett Hilfe zu bekommen. Es finde ich ziemlich geil, dass es jetzt auftaucht. Ich weiß, es ist eine Art Spezialmission. Aber ich dachte, die taucht irgendwie später auf, auch nach der Hauptstory. Ich wusste nicht, dass sie jetzt schon triggern könnte. Und ich weiß auch nicht, woher das... Wenn das einer von euch weiß, wann und warum das getriggert wird zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann wäre es ganz gut, das mir jemand zu schreiben, weil ich habe es bis heute nicht herausgefunden, woran das liegt. Irgendwann triggert es auf jeden Fall, aber ich weiß nie wann. Es ist immer zu einer anderen Stelle und ich weiß nicht warum. Naja. Dann bleibt es nur eins übrig. Gehen wir und sehen uns das Infobett der Pelipa-Post an. Schon ziemlich geil, dass es jetzt schon passiert. Find ich nice. Da bum bum. Ich soll vielleicht mal gucken, dass ich bereits ein paar Items noch verteile. Ich denke mal, ich habe ja noch ein paar Pokémon, die noch Items gebrauchen könnten, ne? Die noch keine tragen. Bam, 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 badam, bam. Jetzt muss ich mal gucken, welches Pokémon noch keine Items trägt. Hallo? Singebär hast du. Du hast bestimmt auch was. Genau, Erstarb war das. So, das war das. Savanne. Ach, wir haben ja schon Tauros. Stimmt ja. Wie können wir gestern schon Tauros haben? Ich bin ja blöd. Mensch, Mensch, Mensch. Kerko, was ist los mit mir? So, Minon. Die habe ich doch auch schon eins gegeben, nicht wahr? Ja, du hast auch eine Singebäre. Wir haben mittlerweile auch schon genug. Wir haben sehr, sehr gut wieder aufgeholt. So. Ich hätte später herkommen sollen eigentlich, weil jetzt, ich hätte das Spiel jetzt noch, Ach, oh. Du trägst nichts. Das will ich ja gar nicht sehen. So, Moment. Dir gebe ich ein Item. Was gebe ich dir Schönes? Bam, 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 bam. Ich gebe den Toplex hier, komm. So, sehr schön. Ich muss es mal irgendwann besser aufteilen. Also irgendwo, ich werde die Partnerareale nach den Items wahrscheinlich sortieren, wenn man so möchte. Das heißt, hier haben wir gerade ganz viele Partnerareale mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Und alle diese Pokémon sollten bestimmte Items tragen. Zum Beispiel die hier tragen alle Beeren oder so. Das werde ich noch irgendwann mal sortieren. Ich muss da gucken, wann und wie. Da schaue ich mal. Du hast einen Apfel noch, das ist sehr gut. Absol hat ja auch noch was, das ist ja auch noch da. Da ist der Tüpfelsumpf. Genau, waren wir schon Tüpfelsumpf? Ne, waren wir noch nicht, ne? Stimmt, da muss ich noch dringend durch hin. Aus einem folgenden Grund. Denn es ist genau die gleiche Musik, glaube ich, wie der Finsterkam, ne? Genau, richtig. Denn die Musik ist so schön hier. Und wenn man Hydrobi spielt, dann hat man das schon von Anfang an freigeschaltet. Und dabei ist das hier das tollste Partnerareal zu Anfang. Und ich mag die Musik so gerne. Das ist so richtig schön. So, besuchen wir mal unser erstes Pokémon hier. Magnetilo. Aber ich glaube, die haben wirklich alle schon was, ne? Das würde mich wundern, wenn da was dabei ist, was das Ganze nicht erfüllt. Ansonsten haben wir auch kaum Leute, ne? Nö, haben wir nicht. Gut, okay, habe ich wieder Platz in meinem Inventar. Das ist doch sehr schön. Gut, dann nutze ich jetzt auch einmal die Chance, um mal ganz kurz noch ein Partnerareal zu kaufen. So, was nehme ich denn Schönes? Oder kann ich beide nehmen? Ja, oh, wow, ich habe schon wieder 3000 Poke. Dann kaufe ich beides. Weil ich habe ja durch die ganzen Jobs jetzt auch noch, die ich erfüllt habe, auch noch wieder Geld bekommen als Dankeschön. Deswegen haben wir jetzt alle Partnerareale, die bis jetzt zur Verfügung standen, auch gekauft. Sehr schön. Und damit ist jetzt alles wieder erledigt. So, ups, zu schade, ich habe keine Partnerreihe mehr. Danke sehr, komm bald wieder, wir sind alle Freunde, Partner. Ja, ja, so sieht's aus. Und jetzt wird es immer wieder sagen. Und wir müssen jetzt mal gucken, nach der Hauptstory sollte Knuddelöff dann wieder Partnerreihe haben.
Und derzeit werden wir viel, viel Geld aufsparen wahrscheinlich. Ich will hoffen, dass wir nicht sterben in der Zeit. Das wäre dann ziemlich ärgerlich. Ja gut, okay. Dann will ich mal Folgendes sagen, Leute. Ich gehe nochmal kurz wieder zurück, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir noch zum Infobett müssen, um den Auftrag von Isons anzugucken. Aber jetzt ist ja die Zeit wieder vorbei und der Part damit auch. Und ich würde sagen, das war's für heute. Und im nächsten Part geht's weiter. Wir schauen, wie gesagt, mal am Infobett vorbei. Dann muss ich nochmal im Lager ein bisschen aufräumen. Und dann können wir noch ein paar andere Jobs machen, wenn wir nicht das schon für Iso machen können. Bis zum nächsten Part also. Bis dann und auf Wiedersehen.